Schaut uns hier noch ein bisschen an mit den Items. Also ich will hier nicht so viel machen, die sind auf jeden Fall zu schwach für dieses Gebiet. Aber schon mal einfach schauen, dass hier auch noch rumliegt. Kann ja nicht schaden, ne? Archer Ash ist auch immer gut, aber wir haben, die Bälle haben wir bekommen, ne? Von der. Können wir die töten? Die halten wir schon viel aus. Ich will nur schauen, ob die was Schönes droppen. Mach halt nicht mehr Schaden, Alter. Landskirt Ashes, die sind ja richtig. Banane. So, hat auch nichts gedruckt. Cookbook 21. Noch ein Rune Arc. Golden Rune 1 und Golden Rune 10. Nice, nice, nice. So, und dann schauen wir mal da oben. Buddinghorn. Geh mal nicht auf den Sack. Wie viel AP er hat, mein Gott. Und Golden Rune 1. Und Smithing Stone. Da liegt auch noch was. Mein Gott, kann man daran vorbeilaufen? Das heilt, glaube ich, Gift. Also sehr gut zu gebrauchen. Da ist wieder der Shotel. Ui, ja, ach, keine Mini Glimstones, sehr nice. Das ist tatsächlich sehr nice. Faith braucht er und Dex. Ich denke, wir gehen auf Faith. Dem, was wir so bis jetzt gefunden haben. Filmers Talisman. Weißes Potenzial auf Perfume Items. Habe ich jetzt keine und habe ich auch nicht vor zu nutzen. Crab Eggs. Wie viel können wir die Schaden machen hier bei ihr? Erstmal müssen wir sie treffen, ne? Nee, es dauert mir zu lang. Liegt hier noch was rum? Wir holen auf jeden Fall die Map auf jeden Fall, die ist ja hier in der Nähe. Und noch ein Eclipse-Shotel, den wir dann
verkaufen können, I guess. So, können wir einen kleinen Puzzle schon mal anfangen. Da ist die Map. Machen wir echt gar keinen Schaden hier, ne? So, ein bisschen durchreiten für die Items. Coin Seed nehmen wir auf jeden Fall mit. Da liegt auch noch was, oder? Hier doch schon deutlich tiefer drin, als ich eigentlich geplant hatte. Alter, what the fuck? Diese Pfeile, ne? Lol. Wieso kann man hier springen? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich in meinem regulären Durchgang hier hochgegangen bin. Muss ich zugeben, bin sehr schlechter Entdecker in diesem Spiel, obwohl ich nicht sehr viel Zeit verbracht habe mit dem Spiel, also 100 Stunden bestimmt. Obwohl, ich könnte sein, dass hier war noch eine goldene Rune. Also so, wir gehen jetzt mal hier weg. Wir haben hier schon mal ein bisschen geguckt, aber ist natürlich eher wild, ne? Ich schaue mal hier und gehe dann auf die Insel. Okay, das ist sehr viel freundlicher als gedacht. Liegt hier irgendwo ein Item rum? Einmal nicht. Dann gehen wir mal zum Händler, ob wir da einkaufen können. Was wir da Schönes holen können. Auf der Insel kann man sich zum Drachen machen. Auch eine sehr coole Sache. So, was hat der für uns? Nichts. Das ist ganz nice, I guess. Aber ob wir dafür jetzt Geld ausgeben sollten, weiß ich nicht. Weg mit dir. Ja, hat das getroppt. Troll Knight Sword. Und Lord Sword Coil Straight. Uiuiui. Ein Frostschwert. Ist halt ein sehr. Oh. Okay. Versuchen wir, benutzen es einfach mal hier in dieser Höhle, in dem Tunnel. Toasted Cave. Oh nein, ich sag mal. Wollen mal nicht so viel rum. So,
So, ich sehe halt nichts ohne die Fackel. Ich weiß nicht, ob ich da so großer Fan bin von. Mal zurück zu Claremore. Ich sehe wohl jetzt nichts, ne? Also. So. Land Octopus Ori, warum der die hat? Wäre mal eine Frage, die man ihm stellen könnte. So, hier ist jetzt, glaube ich, ein sehr nerviger Bosskampf. Haben die mich schon gesehen? Okay. Aber ich will erstmal die Headset machen. Irgendwie wechselt der immer das Ziel, wenn ich springe, das ist ganz komisch. Ah, es sind zwei, klar. Das war nicht so gut. Aus der Ecke rauskommen. Gut, das müssen wir ein bisschen schlauer machen. Jetzt direkt Argo, ja. Diese kleinen Zahnbrechen. Gott, der nervt aber auch. So eine Ausweichung. Ne? Ja, jetzt können wir den machen. Und wie immer zeigt sich, Jump Attacks sind sehr stark. Gut, lass mich kurz heilen. Oh je. Hätten wir es doch noch geschafft. Und Rancor Call, was ist das? Und eine Mimik. Eine Grace Mimik, leider nur. So, was ist denn Rancor Call?
Uncle Cole. Das sind Spell, ne? Da. Thomas Vengeful Spirit, that chase down first. Intelligenz und Faith brauchen wir dafür ein bisschen. Weiß nicht, ob wir das benutzen werden. Hüpf. Synchron sterben. So, wenn wir jetzt auf der anderen Seite wieder rauskommen. Hier liegen doch bestimmt ein paar Items rum, deswegen bin ich hier. So, Faith wollen wir und wir wollen ein bisschen Intelligenz auf 16 war es, ne? Ja, ich glaube, das machen lassen wir lieber. Aber ein bisschen mehr brauchen wir noch. Ja, ich doch was da. Finger Main Shoes. Die hat er jetzt nicht angezogen. Item-Tracker gibt es natürlich noch keinen. Habe ich jetzt, also zumindest, ich habe nicht gesucht, aber ich denke mal, es gibt noch keine Item-Tracker. Also ich denke mal, Pflicht sind ja nur Remembrances, wenn man keine Glitches benutzt. Wir können jetzt mal den Drachen versuchen nochmal. Der ist schon ein bisschen stärker geworden. Nein, das tötet uns sofort. Na gut, dann scheiß drauf, ey. Das ist mir zu blöd. Aber halt echt keine Ahnung von guten Faith-Sachen und so. Und es ist natürlich jetzt mit dem Respecken hier nicht mehr so einfach im Randomizer, weil man ja die Items dafür finden muss. Also muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen, dass man so. Der wird, also wird klauen mit rein. Okay, kann man nicht klauen, muss man erst. Muss nicht klauen. Erst anhalten oder was? Sind aber auch viele, ne? Oh mein Gott. Ich glaube, die sind einfach, wenn man die einfach vom Pferd runter parried. Mein Gott, das ist aber auch langsam, ne? Ich muss die jetzt nicht alle töten. Ich glaube, die einmal angreifen, dann halten die an. Warte mal, habe ich überhaupt. Claymore ist gar nicht mehr Claymore. Da, lol, kaum rede ich über wieder aufstehen, kriege ich das Item fürs wieder aufstehen. Aber wir müssen die Remembrance von. Den zweiten Nordler verfinden auch.
nichts gegen Gift gerade, deswegen hau ich ihn ab. Da ist ein Boss-Action. Ich glaube, der sollte kein Problem sein. Aufhören wieder hier in Irra rumzuspringen, dann geht das bestimmt nicht. So. Jetzt ein Schlag auf Dan und das sollte reichen. Hier ist auch die Magierin, glaube ich, oder? Ja. Tarnished, are we? I am slaying you here. I guess so you're well, but one gucken, was sie für uns hat. Very well, but I refuse to anticipate. So, was ist das? Finger Maiden. Also die Puppets sind das. Craftman's Book. Black Blade, das hört sich cool an. 46 Faith, jo, ist klar. Okay, nicht so die tollen Items hat die gute. Enttäuschend. Und töten wir mal oben die Blume. Mal gucken, was die für uns hat. So. Wie ich daneben gehauen. Boah, bitte. Hat natürlich nicht gereicht. Was soll ich heilen? Vergiftet. Anscheinend. Ne, jetzt bin ich erst vergiftet. Ist auch nicht so schlimm, kann ich einfach gleich kurz runtergehen. Nix gedroppt. Ah, rechts von mir sind Ruinen. Das sind, glaube ich, die von dem mit dem schlafenden Bär. Jupp. Wir werden dort direkt mal schauen. Oh. Oh. Vielleicht spielen wir doch Stärke. 50 Stärke für die F sich verarschen. Wave of Destruction. Raise the sword up high and swag it against the ground to fire off a wave gun. What the fuck? Ist ja mega geil. Oh mein Gott, was hat das für Geräusche? 50 Stärke und 16 Int, das ist halt mega krass viel, ne? Jesus Christ, Alter. Ist er jetzt aufgewacht? Warum? Ich hab nichts getan. Hier müsste jetzt gleich einen Weg abgehen zum Händler, ne? Ja, da ist es auch angezeigt. Yes, right this way. Welcome, value, please. I'm hungry. Checks and producer check with this pushes away first. Hm, nicht so geil. Ganz schön schwere Rüstungen. Kosten aber nicht so viel.
Additional items acquired. War irgendwo jetzt da. Wir setzen uns nicht dran, damit die schön weiterkämpfen. Schießt er jetzt auf uns? Anscheinend nicht. Die anderen sind etwas anders. Warum ist der denn aufgestiegen? Du wartest mal ganz kurz. Okay, trifft hier erstmal den Helm. Digas Stuff, das hört sich gut an, aber ist wahrscheinlich Magiezeug, ne? Dann gehen wir jetzt rein. Wie sieht eigentlich unser Crouch-Attack aus? Hier ist dann langsam. Random Tutorial. Yo, Damage. Wo kam der denn jetzt her? Okay. Auf ein neues. Okay, da ist anscheinend ein Gegner durch die Erde. Kurz diese Ratte hier erledigen. Nice, mein Kollege hat ihn getötet. Ich bin mit dem Stone 2 Somber. Komm, ne, den töten wir zuerst. Der nervt ja mega krass. Jetzt nicht kümmern, weil dann kommt der große. Okay. So, hier ist nämlich auch noch was drin. Das ist jetzt Turm 3. Hoffentlich schaffen wir das. Den Gegner hier. Können wir ja. Okay, wir können ihn nicht wegstimmen. Aber wir können ihn parieren. Boah.
Raccoon Arc. Hm. Naja. Ich hoffe, für die Quest ist das, die Erfüllung der Quest ist hoffentlich nicht an das Item Ash of War Blood Dings da gekoppelt, sondern an den Kill von diesem Gegner. Sonst können wir die Quest noch nicht abgeben, obwohl wir es schon gemacht haben. Okay, das hat der. Ich weiß jetzt nicht, ob das der Richt, der ist, den man hier immer findet, aber das ist ja ein mega Zufall, wenn das hier jetzt ein Nachbar wäre. Naja. What the fuck? Ey, wir kriegen so geile Stärkewaffen, ne? 45 Stärke. Blut Inferno. Blutbild ab. Wie kann man so eine Waffe für Blutbild abgeben? Sind die verrückt? Boah, ist das geil, ey. Scheiße. Da sehe ich nicht, was ich machen soll. Ich habe so geile Stärkewaffen, ne? Ich befürchte schon wieder. Wolfies. Ein Painting, toll. Wow, das ist Zufall, dass hier ausgerechnet da, wo immer Ruhenfragmente sind und Fragmente droppen. Storm ist Smithing, Storm 6. White Mass, die habe ich jetzt schon zweimal bekommen. Das ist nice. Ah, es hat situationsbedingt. Oder können es ja mal versuchen. Okay. Wir machen ganz schön viel Schaden. Okay, ich dachte, er macht einen Swipe, Alter. Oh, den können wir, glaube ich, schaffen, wenn wir den vernünftig angehen. Das ist nicht schon Spaß trotzdem. Erster Versuch war so gut. Kann der mal umfallen? Jo, überlebt halt mit einem HP, Alter. Lol. Das war jetzt keine adäquate Belohnung. Aber so ist das immer einmal so normal, ne? Das
tatsächlich gar nicht, dass die auch treffen können. Die muss ich total ablehnen, die sind definitiv zu schwer. Wow, direkter Treffer. Respekt. Claymore ist so gut. So, was haben wir hier Schönes? Das war dann deutlich leichter, als ich mir das gedacht habe. Wow, ein Level ist das nur. Wir sind gerade ein bisschen. Wir müssen uns echt mal dann irgendwann entscheiden. Ne? Problem ist, ich weiß nicht, ob es nicht so eine gute Idee ist. Was anderes außer, weiß nicht, Stärke oder Dex zu spielen, wenn man sich nicht darauf verlassen kann, dass man gute Zauber bekommt. Als ich keine Zauber finde. Okay, jetzt habe ich den Brief nicht bekommen. Das heißt, ich kann die Quest nicht abschließen. Wir gehen trotzdem dahin. Ach ja, es lief jetzt gerade nicht so gut mit dem Riesen. Das habe ich weggeschnitten. Dann versuchen wir das nochmal. Wir lassen ihn einfach in Ruhe. Was? Okay, ich weiß nicht, was er droppt. Ich will jetzt ausprobieren. Okay, dieser Schrei funktioniert, glaube ich, gar nicht so wirklich. Und nochmal gibt's Diggard. Kein Mana mehr, dann bräuchte er auch nicht machen. Ich will mal von seinem Stein da runterkommen. Mein Gott, was ist denn mit ihm? Warum klebt er denn hier an der Stelle fest? So. Droppt natürlich nichts. Ganzen Hunde mal erledigen. Und wurden die eigentlich angegriffen? Ach, von diesen Typen da hinten, naja, von denen. Lust erst davor. Smithing Stone 4.
Uff. Macht doch noch ein bisschen mehr Damage gegen mein Schild. Nehmen wir lieber unser Magic Parry Schild. Da ist der Händler, den können wir es auch auschecken. Der erste Turm, Memory Stone Turm. Das ist lustig, dass der Randomizer jetzt ein Problem fixt von dem Spiel. Normalerweise hast du ja in dem Spiel das Problem, dass du diesen Turm siehst und du weißt genau, was wird dich da erwarten. Und das ist jetzt nicht mehr der Fall mit dem Randomizer, also Rune Arts, Scholar, Unmindment, Kukaro, Greatsword. Ist auch geil, ne? Aber 10.000 ist scheiße teuer. Kaufen die. Ne, wir kaufen die nicht. Wir machen mal hier eine Markierung hin. Jetzt machen wir den Turm da oben. Und gucken mal, was wir da kommen. Denn jetzt ist dieser Turm nämlich interessant. Vorher war er nicht interessant. Außer beim ersten, beim zweiten Mal und beim dritten Mal musst du sagen, ja, okay, die Belohnung ist immer ein Memo Stone. So, wir wissen, glaube ich, drei. Schildkröten töten. Zack. So, ich weiß, dass eine im Wasser war, glaube ich. War unsichtbar, glaube ich. Ja. Da ist sie. Direkt am Leben. Von wegen abgelegen. Kristall dort. Naja. Ist nämlich auch was drin. Das war sehr underwhelming. WTF, warum haben wir so viel Schaden gemacht? Hallo, angreifen bitte. Ich bin gekommen, um zufällige Items zu looten, Leute.